Ja, die ersten Anbauversuche, erstens einmal der Mähdrescher hat manchmal zum Brennen angefangen, weil da ist es, diese Hanffasern irrsinnig robust sind und wickeln sich überall herum. Gewundert hat es mir, dass ich bei meinem Studium nie was gelernt habe davon, aber klar, da war die Hanfpflanze eigentlich eine tote Pflanze, weil sie ja nicht kultiviert worden ist, darum hat es auch kein Lebensmittel gegeben aus Hanf. Und ja, was ist das Faszinierende daran? Die Omega-3-Fettsäuren vor allem. Das ist ja genial, wächst bei uns und man kann es quasi jeden Tag, ohne dass man irgendwelche Tabletten nehmen muss, diese Omega-3-Fettsäuren aufnehmen. Und das geht so einfach. Ne? Dieses Faszinierende an der Hanfpflanze, ja, immer wenn ich am Hanffeld bin und dann die Blüten und die Blätter, die Körner sehe. Also es ist faszinierend. In meiner Ernährungsberatungszeit wollten die Leute immer wissen, ich brauche irgendein Wundermittel. Und wie dann am Hanf gestoßen bin, habe ich mir gedacht, okay, das ist das Wundermittel, ja. Hallo, mein Name ist Emanuel von Sportpionier. Ich bin hier in Niederösterreich in Hanftal und ich werde jetzt eine wahre Pionierin kennenlernen, Gerda Steinfellner, Geschäftsführerin von Hanfland.